Hallöchen, liebe Leute. Direkt an der gleichen Stelle. Ich habe nicht mal die Kamera bewegt. Schauen wir, was der Boss so für uns zu bieten hat. Pass auf, Eidechse, ergibt wenig Sinn. Aber, ja. Okay, schauen wir mal. Bist du ein Boss? Bist du kein Boss? Ja, es ist ein Boss, das weiß ich. Fuck. Schwäche, Zufluchtsort. Pfeil und Bogen? Ich kann auf jeden Fall da hochklettern. Ach, da renne ich ja. Ich bin so ein Vogel. Wer schießt denn hier mit Pfeil und Bogen nach mir? Ich verpasse, glaube ich, gerade was. Ah, ich laufe lieber. Der Taurus Demon! Yep. Der erinnert mich ein bisschen an irgendwas. Hey. Müssen wir erstmal wieder Anger-Management. Kann man nicht sein. Mir hat jemand gesagt, beziehungsweise es hat jemand gesagt, ich habe gelesen, dass man... Oh! Bei Dark Souls 1 Gegnern den Schwanz abschlagen konnte und man dann gestorben ist. Ja, den zwei seht. Nein, das war's noch nicht. Aber den schaffe ich dann nicht. Okay, den zwei seht. Oi. Tja, gut, jetzt weiß ich ja, was auf mich zukommt. Und kann mich darauf vorbereiten, kann ich nicht. Toll. Ja, das Fiese an Dark Souls ist, dass man jetzt dann immer... Falscher Knopf. Die ganzen Gegner killen muss. Und die Gegner krasse Super Monster Launch Jump Angriffe machen. Aber ja, da kann man nichts machen. Ich könnte jetzt auch durchrennen. Ist aber auch ein bisschen doof. Dann hätte ich noch genug Estusse. Okay. Okay, so viel zu dem Thema, um zu durchrennen. Das wäre wahrscheinlich wirklich gewesen. Das Blöde ist nämlich, so wie es bei Dark Souls 2 auch der Fall ist, wenn man mehrfach stirbt, sind die ganzen Seelen weg. Also die 1000, ein bisschen was Seelen, die ich vorher hatte, bevor ich da reinmarschiert bin, sind jetzt weg. Ich versuche trotzdem mal durchzurennen jetzt einfach. Meine 200 Seelen hole ich mir wieder. Oder wird auch einfach gebacksteppt vom Gegner. Das Gute ist, dass ich den Weg nicht ganz richtig kenne. Darum trinke ich erstmal ein und krieg einen Pfeil. Arrow to the knee! Aber es ist das falsche Spiel. Los, lauf, 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 lauf. Ein Glück. Wir spawnen die Fässer nicht. So. Okay, es funktioniert doch ganz gut mit Durchrennen. Und da ist er. Ja, gut, also jetzt Taurus Demon. Rein da! Los, 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 los. Ich gehe erstmal hier nach oben. Ach, das Skelett hängt an der Tür fest. Kommt sicherlich sofort reingestürmt. Sobald ich hier durch bin.
Ey, das ist doch nicht wahr. So, vermutlich gibt es hier einen Punkt, wo man kurzfristig, oder was ist kurzfristig, wo man unverwundbar ist. Man kann nicht die Treppe runterleitern. Ich könnte den dann mal versuchen, ob ich den ausschalten kann. Nein, kann ich aber nicht. Okay, wo kommt der Taurus Demon eigentlich her? Der springt bestimmt da oben runter oder so. Können wir mal testen. Bin ich hier unbesiegbar? Wahrscheinlich bin ich nicht, und krieg ich voll auf die Fresse. Ja. Wir klettern. Und trinken. Und da schreit mein Kater. Nein, und da fliegt er runter. Und Doppelface meldet mich. Okay, das wird glaube ich auch nichts. Ich werde wohl wirklich mehr Estusen müssen. Ja, okay. Im Übrigen absolut keine Ahnung, wie lange ich jetzt gerade aufnehme, aber ich glaube, ich habe noch nicht so lange aufgenommen. Mache ich das hier? Was groß anderes bleibt mir nicht übrig. Also wenn ich... Oh. Sehr schön. Menschlichkeit benutzen. Jetzt habe ich ein Human. Ich bin noch nicht so ganz in der Steuerung drin, wie gesagt. Noch eine Menschlichkeit benutzen. Jetzt müsste ich ausführen. Okay. Dann müsste ich menschlich werden. No. Menschliche Gestalt erhalten. So, und jetzt kann ich nämlich entfachen. Genau. Funktioniert so, wie ich es gelesen habe. Wäre irgendwie schwachsinnig sonst gewesen. So, und jetzt kann ich hier. Komme ich mit mehr Estusen an. Aber erst einmal muss ich überhaupt ankommen. Ausrasten hilft auf jeden Fall schon mal. Da kretzt ein Kätzchen in der Tür. Nix mit Feuerbombe hier, du Vogel. Schwertchen ins Gesicht. So, da ist er noch runtergesprungen. Du denkst, du bist cool, du kriegst hier erstmal Bam. Jetzt folgt mir bestimmt hier einer. Ja, da ist er auch schon. Gibt's hier eigentlich was? Items? For me? Keine Items. Ja,
Wieso habe ich eigentlich... Humanity, kann ich noch mehr kindeln? Ich habe die doch aufgebraucht, war ich der Meinung. Na, no, aber wenn ich jetzt zurückgehe, dann ist die weg. Ich glaube, ich gehe einfach den Taurus Demon zu besiegen. Willkommen in der Welt des sauber gesprochenen Spraches. Meiner Muttersprache. Bäm. Erst die Skelette gut einsammeln, aber jetzt nicht so praktisch. Naja, auch ein bisschen was. So, den will ich noch killen. Dann ist alles cool. So, letzten Endes muss ich den auslösen, dass er kommt. Und dann muss ich ausweichen. Ich muss auf jeden Fall auf die runde Fläche hier hoch. Und dann hoppern wir herum und gucken. Und langsam bin ich halbwegs in der Steuerung drin. Ist natürlich noch nicht so prickelnd, wie ich es gerne hätte. Ich bin noch nicht so richtig in Übung. Aber gut, ich habe gerade erst angefangen. Auf jeden Fall muss ich sagen, es ist wieder wie beim zweiten Teil. Der Fun ist da. Ich bin voll am Start. Boah, ich hätte mir den Feuerbomben ausrüsten sollen. Vielleicht sind die Feuerbomben ja voll ausrastermäßig. Könnte ich an dieser Stelle nämlich voll auf ihn runterwerfen. Falscher Knopf. Ich glaube, ich lasse das aber jetzt, oder? Ja, ich lasse das jetzt. Zu langsam. Und runtergefallen. Nein, er hat mich jetzt nicht ernsthaft gekillt, oder? Okay. Ich muss auf jeden Fall darauf aufpassen, dass ich nicht auf dieser Seite von dem Ding stehe. Es ist Dark Souls. Dark Souls at its finest. Ja, und das war so meine übliche Spielweise. Reinrennen, ausrasten. Da man auch wunderbar mehrere Gegner auf einmal schlagen kann. Longsword. Double Longsword. Aber Double Longsword ist, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Bogenschützen um den Crossbow natürlich, kein Bogenschützen. Achso, ich wollte im Übrigen, bevor ich es vergesse, drücke ich mal schnell den falschen Knopf. Da muss ich hin. Achso, habe ich schon ausgerüstet. Gegenstand ablegen. Humanity lege ich auch ab. Brandbomben und Dings behalte ich drin. Okay, und da muss ich raus. Na, magst du wieder hochkommen? Ja, magst du. Willkommen im Land des falschen Knöpfe drücken. Aber egal, bis jetzt war das Problem bei dem Taurus Demon nicht, dass ich gestorben wäre, weil ich keine Estuses mehr hatte. Estuses. Wieder mal so lustig, dass man irgendwie beim ersten Anlauf am weitesten gekommen ist. Da habe ich ihm wirklich mit Abstand am meisten Schaden gemacht, bevor ich dann immer drauf gegangen bin. Und jetzt, wo ich denke, ah, so und so mache ich es, kratzt man immer direkt ab.
gut, und der Vorteil ist, man grindet automatisch Seelen, während man die Bosse farmt. Also das heißt Bosse farmt, während man versucht, die Bosse mal zu killen. Ich kann hier hochrennen. Dann zack und weiter geht's. Traverse the white light. Müsste eigentlich nicht, nein, es liegt anscheinend oben. Mein Goo. Sicherheitshalber erst die Bogenschützen verschmuggeln. Und dann geht's weiter. Ja. Okay, ich brauche noch einen Estus. Das ist die coole Musik. Da ist die Musik. Okay, wir gehen hier hoch. Und hier nehmen die Brand Bombi. Die schwarze Feuerbombe ist vielleicht noch cooler als die schwarze Feuerbombe. Die rastet aus. Ach man. Okay. Ich dachte, ich kann unter seinem Beinchen durchrollen. Okay, da hätte ich gar nicht drauf müssen. Ah, das Problem ist auch, erstmal die ganzen Moves von ihm lernen. Ich habe ja jetzt gerade nicht so viel. Viel zu früh, jetzt muss ich nur noch chuggen. Ach man, komm. Lass mich doch in Ruhe. Wäre ich mal gleich in meinen Enrage-Mode gegangen. Leute, merkt euch, wenn ihr mir im großen, riesigen Dämon gegenübersteht, der euch versucht zu töten, rennt ihm zwischen die Beine und hackt mit dem Schwert wie die Bekloppten. Ey, wieso kriege ich denn gar keine coolen Seelen? Okay, ich kriege coole Seelen. So, jetzt hoffe ich aber, dass nämlich auch eine. Boah, das sind 5, 6 Level oder so, glaube ich. 5 auf jeden Fall. Ich nehme mal lieber mein Schild wieder hoch. Ja, ich würde sagen, mit diesem Adrenalin geladenen Kampf schließen wir den Spaß dann gleich ab. Ich will den Bonfire finden. Ich wette, hier kommt gleich irgendwas irgendwo reingeschossen und tritt mir ins Gesicht. Schatz. Seele. Na toll. Dachte in den Schatz. Eine Seele ist jetzt nicht so der krasse Superschatz. Achtung vor dir, Draken. Draken? Achtung vor dir, Freude.
Okay, ein NPC. Dann werde ich an dieser Stelle das jetzt wirklich beenden. Und ja, dann mal gucken, wie es weitergeht. Also denn, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Ciao.